Herzlich willkommen zu FanTV. Ich befinde mich hier an der Langlaufloipe vom Olympiasportzentrum in Oberwiesenthal. Wenn Sie glauben, ich mache Sie jetzt fit mit Skigymnastik, das ist nicht der Fall. Hinter mir sehen Sie schon die ganzen Maschinen. Das heißt, es sind wieder BayWa-Winterdienstage und diesmal in Sachsen am Fichtelberg. Pünktlich um 10 Uhr starten die Winterdiensttage an jedem der 5 Veranstaltungsorte. Rund 60 Maschinen und Geräte werden kurz vorgestellt, um den Besuchern einen Überblick über technische Neuheiten und Trends rund ums Fräsen, Räumen, Streuen und Kehren zu geben. Die BayWa Winterdiensttage gibt es seit 30 Jahren im zweijährigen Turnus. Da haben wir jetzt zum 15. Mal die Möglichkeit, unser ganzes Winterportfolio und all die Lösungen, die wir den Kommunen und Gewerbetreibenden anbieten, an einem Stück in einer Hand zu zeigen. Und wir zeigen es nicht nur. Die Kunden, die Interessierten können einsteigen, können fahren, können es erfüllen, können sich in der Technik praktisch richtig begeistern. Und das ist das, für was die BayWa steht, Technik, die begeistert. Und wir haben es heute wieder gesehen. Es waren nicht nur die Herren, die gespielt haben, es waren auch viele Frauen dabei. Und das gefällt uns also wunderbar, diese Nähe unseres Kunden, die wir hier zur Technik ermöglichen können. Bauhofleiter und Mitarbeiter von Kommunen und Städten, Unternehmer sowie Gemeindevertreter haben hier vor Ort die Möglichkeit, Maschinen und Kombinationen direkt in Augenschein zu nehmen. Zusätzlich beraten Kommunalverkaufsberater und Hersteller die angereisten Besucher. Eine anschließende Probefahrt überzeugt die meisten mehr als 1000 schöne Worte. Traktoren werden vermehrt auch im Winterdienst eingesetzt und damit als Ganzjahresmaschinen voll ausgenutzt. Ob Schneepflug oder Schneefräse, hier zählt die Schubkraft und der Bedienkomfort. Das wissen auch die Kunden. Also der Fan-Traktor ist quasi aufgrund seiner Vario-Getriebe für den Einsatz absolut sehr gut geeignet. Man kann ihn fein dosieren, man kann quasi von langsam bis schnell stufenlos fahren bis eine Endgeschwindigkeit 60 km/h, sodass man auch Transportwege schnell hat und deswegen setzt man natürlich einen Fan. Eigentlich auch in der Landschaftspflege, der Vario, den wir haben, also quasi zum Rad, ist ja fantastisch, durch das stufenlose Getriebe, damit haben wir keine Probleme. Ja, und der Allrad funktioniert, also weil wir extrem steile Hänge haben, wo die Fahrzeuge auch extrem belastet werden. Also kann nur positive Erscheinung von den Vorträgen war. Also passt schon. Wie lange haben Sie den 313er schon und welche Erfahrungen haben Sie mit der Maschine gemacht? Mittlerweile 3 Jahre, habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, auch für den Sommer, für die Grasmaht und ja, könnte mehr Betriebsstunden bei uns machen, aber wir haben noch andere Geräte und ich bin alleine, deswegen aber ansonsten keine Probleme mit dem Fahrzeug. Der Fendt 300 Vario ist der Kommunalschlepper schlechthin. Mit 110 bis 138 PS ist er prädestiniert für das Räumen und Streuen auf Parkplätzen, Gemeinde- und Kreisstraßen. Ich habe jetzt einen echten Experten hier für den Bereich ISU, also Industriestraße und Umwelt. Das ist der Thomas Steinheber. Er ist bei Fendt Verkaufsingenieur für diesen Bereich. Thomas, wir haben den 300 Vario hinter uns stehen. Nenn mir einfach mal 3 Highlights von dieser Maschine. Ja, wir sehen hier unsere Baureihe Fendt 300 Vario Profi. Das ist ein Unterscheidungsmerkmal. Wir bieten an die Varianten Power und Profi. Ganz einfach zu merken, Power, die einfachere Variante mit mechanischen Steuerventilen, was die Hydraulik betrifft. Und hier die 300 Profi Vario Baureihe mit elektrischen Ventilen und Steuerung und Bedienung des Schleppers über unser Terminal, wie wir das bei den größeren Baureihen 500 bis 1000 Vario auch haben. Des Weiteren bieten wir auch 3 verschiedene Kabinenvarianten an. Hier in diesem Schlepper haben wir die Variante mit geschlossener Frontscheibe und eine rechts zu öffnende Türe. Wir können aber des Weiteren auch die Varianten anbieten, rechts zu öffnende Türe und zu öffnende Frontscheibe oder geschlossene Frontscheibe und geschlossene rechte Seite. Ja, Thomas, du hattest uns gerade erzählt, dass es hier 2 verschiedene Ausstattungsvarianten im Power und Profi gibt. Was sind denn da die Vorteile mit den Ventilen, auch gerade jetzt in Bezug auf Winterdienst? Bei unserer Baureihe 300 Profi Vario bieten wir auf Wunsch ab Werk eine entlastende Fronthydraulik, wie auch bei den größeren Baureihen von uns. Der Vorteil der entlastenden Regelung gerade hier im Winterdienst ist, wir können vom Schneepflug das Gewicht wegnehmen und ziehen das auf die Vorderachse. Somit haben wir eine höhere Verkehrssicherheit im Straßenverkehr, weil wir die Vorderachse mehr belastet haben. Und der weitere Vorteil liegt darin, durch das, dass das Gewicht vom Schneepflug weggenommen ist, haben wir weniger Verschleiß auf der Schiene und natürlich hier wieder eine Kostenreduktion für den Kunden.
Ab März haben wir jetzt auch den 300 Vario in der Profi-Plus-Ausstattung, das heißt mit Spurführung. Das ist natürlich eher für die Landwirtschaft interessant, aber da wir unseren Experten da haben, Thomas, wofür, welche Einsätze könnte der 300 Profi-Plus auch im Bereich ISO interessant sein? Der 300 Vario Profi-Plus wird eingesetzt werden, zum Beispiel bei Baumschulen, die ihre Bäume immer im gleichen Abstand pflanzen wollen, in der Reihe, aber auch von Reihe zu Reihe. Und da gibt es jetzt verschiedene Varianten, die hier eingesetzt werden, oft externe Lösungen, die danach gerichtet werden im Schlepper. Jetzt mit unserem 300 Profi Plus bieten wir das ab Werk an und da wird der bestimmt oft eingesetzt werden und mit Spurführung auch befahren. Die nächsten BayWa-Winterdiensttage finden am Fichtelberg erst wieder in 2 Jahren statt. Bis dahin können sich die Besucher noch an 4 weiteren Standorten über die neueste Technik für den Wintereinsatz informieren. Das war's hier von den BayWa-Winterdiensttagen vom Fichtelberg in Oberwiesenthal. Wenn Sie noch weitere Informationen zum Bereich Industrie, Straße und Umwelt wollen, dann schauen Sie sich den neuen ISO-Film hier bei uns auf FanTV an. Ich sage Tschüss und bis denn!